Der Dingfischer ist sehr flexibel einsetzbar, auch an verschiedene Standorte nachher oder wenn er in einer Gemeinschaft ist. Man kann ihn ganz einfach transportieren. Dafür haben wir hier die Startertasche und als weiteres hier die Verzurröse, dass man relativ einfach auf dem Transportfahrzeug verzurren kann. Und zum Transport müssen wir an der Maschine drei Anschlüsse wegmachen. Das ist einmal der Materialzulauf, dann wo die Spelze weggeblasen wird und der Gutwareauslauf, dass man den trennt. Und schon ist die Maschine transportfähig. Also geht in ganz kurzer Zeit, dass man sie trennen kann, anderer Standort und da wieder betreiben können.